Hallo RC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxos RC TV. Heute geht es um den Charisma Range Rover. Ich habe ja im letzten Video dem Unboxing zu dem Charisma Tacoma ja mir das Kit beim Boris in der RC-Kiste eingekauft und habe ihn jetzt die letzten zwei, drei Wochen roundabout so hier zu Hause bei mir so im Heimlichen ein bisschen aufgebaut. Wir hatten ja im letzten Video, habe ich euch so ein bisschen ein Fast Forward von den ganzen Bauschritten gemacht. Ich habe mir das für das Video heute einfach gespart, weil wir heute tatsächlich viele, viele Informationen miteinander zu teilen haben, wodurch der Content sonst viel zu lange werden würde. Also, wer das verpasst hat, einfach nochmal zurück in der Playlist, das letzte Video, da war so ein bisschen ein Fast-Forward-Bau, da seht ihr ein bisschen was vom Tisch, wie ich das Ganze zusammengebaut habe und heute zeige ich euch das fertige Ergebnis. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. Das Modell Range Rover der Marke Land Rover SCAE 1E Kit mit 285 mm. Ein sehr scaliges Fahrzeug, also so wie er da auf dem Bild zu sehen ist, so könnt ihr den tatsächlich auch nachbauen. Die Felgen sind mit dabei, die Reifen sind mit dabei, das haben wir ja wirklich auch schon im Unboxing ein bisschen so geklärt. Wir haben hier ein paar neue Anbauteile im Vergleich zu dem Range Rover Modell von Charisma, das es bereits in der Vergangenheit auch RTR bereits zu kaufen gab. So. Das Kit war für mich insofern interessanter, weil ich ja dann doch in meinem Lager immer mal wieder Elektronik habe, um mir dann einfach so ein Fahrzeug aufzubauen. Und ich sage jetzt mal von den Anschaffungskosten hinsichtlich im Vergleich des RTR Tacomas, da sind wir jetzt mittlerweile in so einem Preisniveau von 400 Euro gelandet. Da kaufe ich so ein Kit für roundabout 230, 220, je nachdem, wo ich es einkaufe. Bei Boris im Shop, wie gesagt, jetzt Charisma RC. Angekommen, finde ich eine absolut coole Geschichte. Für mich war das jetzt auch ein Grund, mal mit so einem Bausatz zu gehen, weil ich ein richtig scaliges Projekt mal in Angriff nehmen wollte, da ich ja sonst eigentlich auch ein bisschen in die exotischere Richtung gehe mit meinen Designs und mit meinen Aufbauten. Und da habe ich mich jetzt mal wirklich entschieden, vielleicht was Klassischeres zu wagen. Ja, ist für mich jetzt auch, sage ich mal, das erste Mal, dass ich dann eher in Richtung Scale gehe, wie jetzt in meine klassische Crawler Segment, wie in das klassische Crawler-Segment. Also das wird auch zum Crawlen sein, ja, aber natürlich nicht ganz so extrem wie jetzt beispielsweise mein Element Ecto oder dann auch mein TRX6 der Mercedes. Als nächstes zeige ich euch einfach mal ein paar Auszüge aus dem Lieferumfang. Ihr habt natürlich das ganze Kit, der Body, das kommt alles separiert und ihr habt alle Teile recht großzügig in Tüten verpackt. Ihr seht jetzt hier noch die Überreste, die von meinem Bau noch übrig geblieben sind. Ich habe beispielsweise die Originalfelgen, die im Bausatz mitgeliefert sind, mir noch zurückgehalten. Das sind Bedlock-Felgen aus Kunststoff. Die habe ich zurückgehalten, weil ich damit einfach vielleicht nochmal ein alternatives Reifensetup für das Fahrzeug mache und habe jetzt eben schöne Bedlock-Felgen gefunden aus Aluminium, die ich jetzt gleich zum Beginn des Projektes einfach mit aufgezogen habe. Hat auch noch einen anderen Hintergrund, erzähle ich euch nachher. Die ganzen Bauteile kommen in diesen Tüten auch eben gekennzeichnet. Wir haben Bag A bis K, wenn man es dann so sehen möchte. Und man hat die einzelnen Bauschritte auch im Bauplan so aufgeführt. Zeige ich euch gleich noch aus der Nähe. Wir haben dann im Prinzip beginnend mit Beutel A und Bauschritt A. In Beutel A tatsächlich nur die Teile drin, die den Bauschritt umfassen. Und alle Kleinteile, und das ist so ein ziemlich das coolste Gimmick an diesem ganzen Charisma-Bausatz, die ganzen Kleinteile kommen in diesen kleinen Blistern. Also ihr habt dann hier die Schrauben, die Muttern, die Beilagscheiben, dann habt ihr dort, es geht mit den Dämpfern los, die Kolbenstangen, die Dämpferkolbenplättchen und so weiter. Es ist alles wirklich einzeln verpackt. Ihr seht es dann zum Beispiel auch noch hier, da sind die Karo-Pins noch drin. Und dann könnt ihr wirklich im Bauschritt euch einzeln das rausschneiden, was ihr benötigt. Es ist abgezählt, abgemessen. Da müsst ihr wirklich relativ wenig kontrollieren. Ja, wenn dann mal vielleicht so drei verschiedene Schraubenlängen dabei sind, muss man vielleicht mal nachmessen. Aber ansonsten kommt ihr da wirklich sehr ordentlich durch den Bauplan durch. Den auch kurz aus der Nähe betrachtet, einfach mal gezeigt. Auch eine gute Einleitung in das Ganze. Man bekommt auf jeden Fall mitgeteilt, was man dann zum Fahrzeug benötigt hat. Auch den ein oder anderen Sicherheitshinweis. Hier werden nochmal elektronische Empfehlungen gegeben. Man braucht die Fernsteuerung, man braucht einen ESC. Ein 17-Turn-5-Pole-Brushed-Motor wird empfohlen seitens Charisma. Ein Servo und natürlich noch ein Batteriepack. Wir haben noch die Werkzeugempfehlungen. Und dann geht das Ganze auch schon los mit dem Bau. Was ich bei Charisma sehr cool finde, ohne dass wir jetzt den Plan im Einzelnen komplett durchmarschieren, sie haben eigentlich jeden handelsüblichen Bauplan genommen, haben den gerollt, geschüttelt, auf den Kopf gestellt, hochgeworfen und haben ihn dann wahrscheinlich so wieder ausgedruckt. Nein, Freunde, was ich euch sagen will, sehr cool.
Die Jungs haben sich beim Bauplan ein bisschen was gedacht und das zeige ich euch jetzt mal nur auf den ersten Seiten. Und zwar ist es in der Regel so, dass wir beim Bauen eines Crawler-Chassis immer mit dem Chassis tatsächlich starten. Das heißt, Chassisaufbau als erstes, dann kommen meistens die Achsen, dann kommen die Links und dann zum Schluss die Dämpfer. Was eigentlich von der Arbeitsabfolge, es fängt leicht an und endet meistens hinten raus ein bisschen nicht so gut, weil dann diese Kleinarbeit kommt und diese Fummelarbeit mit den Links und mit den Dämpfern und man ist eigentlich schon relativ bedient und möchte eigentlich zum Ende kommen und dann kommen immer noch so ein bisschen diese Aufgaben. Was Charisma gut macht an der Stelle, sie haben die Reihenfolge des Bauplans etwas auf den Kopf gestellt. Und zwar startet man im ersten Schritt tatsächlich gleich mit den Dämpfern, ja, die Kleinarbeit mit den Dichtungen, mit den Plättchen, dann kommen danach schon die Differentiale. Dann geht es an die Achsen. Bei den Achsen ist mir etwas begegnet, was ich jetzt so auch noch nie gesehen habe. Normal bekommt ihr ja die Achsen immer in einem Stück und müsst eigentlich nur noch die Differentiale und die Deckel einarbeiten und maximal noch eben die C-Hubs, Casterblöcke etc., Lenkblöcke, sowas anschrauben. Bei Charisma bekommt ihr die Achse in Einzelteilen, also wirklich der linke Schenkel, Diffgehäuse Rückseite, Diffgehäuse Vorderseite, rechter Schenkel und dann kommen eben erst die Casterblöcke, C-Hubs etc. pp. Was dahingehend auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Schrauben bedeutet. Und worauf ich auch gleich hinweisen möchte, ich habe mir nämlich dazu auch ein paar Notizen gemacht beim Bau, und zwar, dass ihr in dieser Sektion diese Schrauben mit einem Schraubendreher händisch eindreht, nicht eben zum Beispiel den Akkuschrauber verwendet, den ich dann gern benutze, weil ihr könnt da die Schrauben im Plastik definitiv überdrehen und das wäre an der Stelle, wo wir mechanische Laufteile haben, wie das Differential, wirklich ein bisschen fatal. Also nehmt euch da wirklich die Zeit, nehmt einen Handschrauber und schraubt da diese kleinen Schrauben rein. Es sind tatsächlich um die 2 oder 24 Schrauben, die ihr so pro Achse mal verschrauben müsst. Das ist da relativ spannend. Was ihr machen könnt mit dem Akkuschrauber, sind dann beispielsweise diese längeren Schrauben für den Diffgehäusedeckel, da könnt ihr sie verwenden, da richtet ihr euch keinen Schaden an. Dann geht es natürlich weiter mit den Antriebsteilen. Die Antriebswellen sind aus Metall. Wir haben dann die Links- und die Lenkarme, die aus Metall sind. Vorne der lange Lenkarm um die Vorderachse ist aus Kunststoff. Ich habe ihn dann mir gleich mal aus Alu eingebaut, zeige ich euch gleich. Dann kommen eben die Links vom Zusammenbau, dann geht es ans Getriebe. Dann kommt der Motor, die Elektronik kommt rein, die Servos. Und dann sind wir relativ weit hinten dann erst mit dem Chassis beschäftigt. Ja? Wenn dann das Chassis im Grundkonstrukt steht, Freunde, dann geht es relativ zügig, weil dann setzt ihr die Vorderachse ein, Hinterachse ein, Getriebe ein, verheiratet noch die Antriebswellen, die übrigens auch aus Metall sind, genauso wie beim Charisma RTR-Modell und können dann bereits schon anfangen, Stoßstange und Karosserie in Angriff zu nehmen. Dort sind auch tatsächlich viele Bauschritte hinterlegt. Das heißt, auch dort, wenn ihr die Karosserie zusammenbaut mit den Anbauteilen, kriegt ihr detailliert aufgezeigt, wie ihr die Sachen zusammensetzen könnt. Das ein oder andere Mal müsst ihr eine Schraube nehmen. Alternativ kommt dann auch mal Klebstoff zum Einsatz. So, wichtig, nicht schnüffeln. Nur mal so ein Tipp. Es gibt noch eine Seite mit Notizen, die habe ich jetzt bei mir natürlich separiert aufgeschrieben, weil ich dort den Plan zum Bauen gebraucht habe. Und auf meinen Notizen waren eigentlich nur noch mal so Sachen notiert, auch Positives wie Negatives, wo ich eben schon darauf hingewiesen habe, dass eben das Ganze hier einzeln verpackt ist, dass wir die Teile nicht mehr vorsortieren müssen im Bauplan. Ist für mich eine sehr angenehme Angelegenheit, finde ich jetzt auch sehr einsteigerfreundlich, muss man an der Stelle wirklich sagen. Ich habe schon viele Bausätze gebaut, aber so einzeln verpackt, die Sachen bereits vorgezählt, das finde ich sehr einsteigerfreundlich, auch wenn wir hier ein bisschen mehr Plastik benötigen, wie eigentlich notwendig. Aber, wie gesagt, im Sinne des Bauens auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Bei den Achsen, wie gesagt, darauf zu achten, dass man nicht die Schrauben überdreht. Ganz wichtig, auch Fett in die Achsgehäuse der Differentiale mit rein. Ihr müsst im Diff selber nichts machen, weil ihr habt dort einen Kaltstahladapter drin. Da muss kein zusätzliches Fett rein. Ja, auf die Antriebswellenteile bzw. alles, wo ihr Metall auf Metall arbeitet, natürlich dann auch Schraubensicherung zu verwenden, damit dann sich das durch die Vibration nicht wieder locker dreht. In puncto Links und Dämpfer kann ich euch nur diese Dämpferkolbenzange wieder empfehlen. Die haben wir ja bei den 10 coolsten Werkstatthelfern gesehen. Die habe ich da auf jeden Fall brauchen können, um die Dämpfer und die Links zu verarbeiten. So, wir haben jetzt mal in dem Moment den Bauplan soweit behandelt. Wir haben auch mal auf die bisherigen Pros und Kontras gesprochen und ich habe euch mal ein Hilfsmittel noch dazu gezeigt. Was ihr dann einfach auch noch mitbekommt, was eine sehr coole Angelegenheit ist, sind die Sticker. Und zwar in zwei Ausführungen. Einmal für die Lackierfaulen, die dann eben ihre Fenster nicht abkleben und dann das Ganze in einem Ding durchlackieren. Ihr könnt dann tatsächlich von außen getönte Scheiben komplett Aufkleber anbringen. Das sind dann wirklich einmal das Dach ringsherum, was dann allerdings sich nur in Schwarz abzeichnet. Ja, das heißt, wir haben hier schwarze Ränder, wenn ihr das mal auf der Folie
ein bisschen aus der Nähe betrachtet. Ja? Und dann gibt es noch einen zweiten Sheet, das war jetzt mein favorisierter Sheet, wo dann eben nur die Fensterrahmen ohne die Fenster selber dabei sind. Das heißt, es ist auch noch eine Folie mit dabei, wo ihr die Scheiben von innen abkleben könnt. Und dann, wenn ihr das Ganze auslackiert habt, könnt ihr dann die Umrandungen einfach nur mit den Linien abkleben. Für mich cooler, weil auch die Farbe dieser Aufkleber tatsächlich eine andere war. Ich hoffe, ich kriege es jetzt einigermaßen gut ein bisschen ins Licht, aber es ist hier tatsächlich mehr so ein Gunmetal-Auftritt, etwas mehr reflektierend, während wir hier tatsächlich wirklich einen hart schwarzen Auftritt haben. Nichts reflektiert, das ist eher, geht so in die Matt-Richtung. Kann natürlich dann beim ein oder anderen Setup auch wieder gut aussehen, aber ich für den Part habe mich für das Silbrige entschieden, weil ihr werdet sehen, zu meinem Design hat es dann auf jeden Fall besser gepasst. Da sind wir auch schon zum Close-Up vom Chassis. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Ich habe da jetzt schon relativ viel reingearbeitet. Es ist auch ein Lichtset bereits verbaut. Ich habe schon Adapterkabel dabei, die ich benötige, um dann die Karosserie anzuschließen. Zeige ich euch gleich aus der Nähe. Wir haben aber tatsächlich hier einfach mal den schönen Einblick in das ganze Kit. Wir haben die wunderschönen Aludämpfer, die auch im Kit tatsächlich als Voll-Aludämpfer schon mitgeliefert sind. Bei dem Tacoma RTR haben wir ja festgestellt, dass die nur zu Teilen aus Aluminium waren und dann eben auch noch die Möglichkeit besteht, diese dort nachzurüsten. Hier im Kit bekommt ihr bereits von vornherein Aluminium-Stoßdämpfer, die für mich auch ein bisschen Big Bore sind, weil sie sind dann tatsächlich nicht auf das schmale Loch zu setzen, sondern in eurem Dämpferständer bzw. im Oilstand dann auf das etwas dickere Loch. Und deswegen, sie funktionieren dahingehend schon mal sehr gut. Ich habe jetzt dort ein weiches Öl reingemacht mit 30 WT, also im Prinzip Baukastenöl, ganz weiches, ganz leichtes und habe jetzt natürlich mit dem Gewicht die Hoffnung, dass nachher ein super scaliges Fahrbild zustande kommt. Die Verschränkung von dem Chassis ist dahingehend auch gegeben. Hier eine circa Verschränkungshöhe von 8 cm auf dem Carstand. Und das Ganze sieht da wirklich ordentlich aus. Wir könnten wahrscheinlich auch noch mal ein kleines Stückchen weitergehen, hätten immer noch Reifenkontakt vorhanden, was ich dann so auf circa 11 cm doch deklariere. Keine Frage, wir können mit dem Chassis definitiv auch crawlen. Aus der Sicht von vorne betrachtet, wenn ich jetzt zum Beispiel noch mal auf die Dämpfer eingehe, seht ihr schon, ich habe da ein relativ sattes Dämpferbild jetzt schon stehen. Deswegen sage ich ja, ich bin gespannt, was die jetzt nachher draußen beim Fahren machen. Ich habe auf der Vorderachse, wie schon angesprochen, den Lenkarm bereits in wunderschönes Aluminium getauscht, genauso wie die Lenkarme rechts und links auf der Vorderachse. Die kommen da wirklich auch farbgleich wie die bereits vorhandenen Tuningteile, in dem Fall die Aludämpfer. Das heißt, wir haben hier schon mal eine schöne Abstimmung, was das anbelangt. Und ich habe euch dann ja am Eingang erzählt, ich habe mir noch selber Felgen besorgt über die RC-Kiste. Das sind dann Traxxas 1:10 TX4 Defender Trail Crawler Aluminium Wheels 1.9 und da die ja eigentlich für den Defender sind, das heißt auch für einen Land Rover gedacht, habe ich mir das eben für dieses scalige Projekt hinzugezogen. Das heißt, wir haben da farblich tatsächlich eine schöne Symbiose mit den Teilen von Charisma, was sich jetzt nachher mit der Karosserie schlussendlich noch vollenden wird. Wir haben auf der Unterseite, wenn wir das Fahrzeug anschauen, Metalllinks dabei, Metallantriebswellen dabei. Die lassen sich da auch wirklich toll zusammenbauen und da achtet ihr, wie gesagt, drauf, gerade bei den Antriebswellen, dass ihr eben Schraubensicherung mitverwendet, damit euch die beim Fahren nachher nicht runterkommen. Und ansonsten sind diese Komponenten nicht sonderlich anders wie bei anderen Crawlern, eben bis auf dass die Achsen einzelner zusammengeschraubt werden und nicht im ganzen Teil ausgeliefert sind. Und ansonsten geht das wirklich sehr, sehr einfach von der Hand beim Bau. Da gibt es nichts, worauf ihr groß achten müsst. Eine Stelle, auf das sei hingewiesen, haben wir hier vorne, die ein bisschen Aufmerksamkeit meiner Meinung nach bedarf. Und zwar geht es um diese Schraube, die hier ins Chassis reingeht und die beim Servo sitzt. Im Bauplan selber bekommt ihr
eine Schraube M3x10 mitgeliefert, eine Senkkopfschraube. Und ich habe festgestellt beim Einschrauben hier, dass ich damit mir fast in den Servo reingegangen wäre. Ich habe dann die Schraube abgeändert auf eine M3x8, also 2 mm kürzer. Und damit habe ich jetzt keine Probleme und trotzdem die genau gleiche Stabilität. Also da einfach ein bisschen drauf achten, nicht dass ihr euch dann die Schraube in den Servo reinbohrt. Wenn ihr da eine ähnliche Situation erlebt beim Aufbau, einfach auf eine kürzere Schraube wechseln. Da reichen dann 2 mm weniger und dann habt ihr das Problem schon behoben. Ansonsten, wenn wir das Ganze weiter betrachten, hier sitzt die Getriebebox mit dem Motor. Ich habe jetzt da auch einen 5-Slot-17-Turn-Motor drin. Da dahinter ist noch diese Platte, wo wir den ESC und den Empfänger aufsetzen können. Und wenn wir das Ganze auf die Rückseite drehen, gibt es noch eine Anschraubposition für eine Heckstoßstange und wahrscheinlich noch irgendwas Alternatives eben auch für eine Anhängerkupplung. Und dann haben wir hier oben die Karosserieaufhängung, die da auch als Zusatzelement kommt. Das heißt, ihr habt hier zwei normale Karosteher und könnt dann für eine erhöhte Karosserie diesen Adapter aufsetzen. Wenn ihr jetzt beispielsweise den Coyote euch noch zulegen wolltet, macht ihr den Adapter wieder runter, dann habt ihr die ganz normalen Karosteher für den Coyote, passend eben für das hintere niedrige Ladebett. Und tatsächlich bekommt ihr bei dem Kit im Range Rover auch die Stoßstangen vom Coyote noch mit dazu, sodass es da auch jederzeit möglich wäre, einen Umbau zum Vollziehen oder wenn ihr noch natürlich eine andere alternative Karo findet, dann eben dort auch alternative Karosserie-Stoßstangen zu fahren. Hier haben wir die Stoßstangen bereits am Range Rover verbaut, deswegen sitzen die nicht auf dem Chassis. Zeige ich euch jetzt nach einem kurzen Carporn mit der neuen Karo. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen und wir sind jetzt auch schon am Part der Karosserie angekommen. Mein Range Rover aus dem Jahre 1981 in wunderschönem British Racing Green. Ich ziehe euch mal ein bisschen das Licht her, wollen wir mal was sehen hier. Und ist ein sehr dunkles Grün, ja, war eine Absima-Farbe, hat sich sehr gut verarbeiten lassen, finde ich, kam sehr, sehr schön raus. Bin jetzt auch gespannt, wie es draußen mit den ersten Aufnahmen laufen wird. Und ihr habt dann natürlich an der Karosserie mitgeliefert den modellierten Grill, der dann schon kommt, mit den Einbauscheinwerfergläsern, mit den Blinkern, mit dem zweiten Scheinwerferlicht. Ihr habt dann auch alternativ die Stoßstange hier mit dabei, die etwas breitere. Die Standardstoßstange würde jetzt bereits hier enden. Da habt ihr hier vorne nur einen dünnen schwarzen Strich. Sieht auch gut aus. Kommt natürlich immer drauf an, wie ich mein persönliches Setup dann draußen sehe. Ich wollte ihn dahingehend etwas sportlicher halten, deswegen auch die Stoßstange mit den Nebelscheinwerfern. Und ich habe dann den Nebelscheinwerfern hier unten einfach die Gläser mit gelbem Edding eingefärbt, damit ich auch dort gelbes Licht habe. Das kann ich euch hier einfach nochmal schön aus der Nähe zeigen. Da habt ihr einfach wirklich so ein bisschen ein Retro-Scheinwerfer. Oben habe ich dann die Lichtschalen mit silbernem Edding ausgemalt, damit wir dort auch eine schöne Lichtreflexion haben. Und dieses blinkende Licht hier im Video ist tatsächlich ein dauerhaft leuchtendes Licht. Das ist jetzt nur im Video, kommt es so raus. Aber es ist ein bisschen abgeschwächter wie das normale Scheinwerferlicht und hält nur auf, wenn ich vorwärts fahre. Ich habe dann der Stoßstange vorne noch extra Scheinwerfer angebracht mit KC Highlight-Abdeckungen, die dann von hinten auch etwas
schwach hinterleuchtet sind, schwächer hinterleuchtet sind, die sollen da wirklich nur den dekorativen Aspekt geben und das Ganze wird sich später in dem Dachgepäckträger oben widerspiegeln. Und die Anbauteile, wie jetzt zum Beispiel diese Fender, die sind da exklusiv beim Kit. Das habe ich jetzt zumindest mal schon mal rausgefunden. Wir haben dann auch beispielsweise noch Spiegel mit dabei. Da sind Aufkleber eigentlich dabei, die aber so jetzt nicht spiegeln. Ich habe dann hier einfach wieder Alu-Tape verwendet, um ein bisschen Spiegelung auf den Außenspiegel zu bekommen. Wir haben innen drin sogar einen Rückfahrspiegel, wenn ihr hier oben reinschaut. Rückfahrspiegel, der dann an die Decke eingeklebt wird. Und ja, Türgriffe an der Stelle sind dann geklebt. Okay, kann ich dann vielleicht selbstständig mit dem 3D-Drucker nochmal nacharbeiten. Und die Rückseite der Karosserie hat sich da auch etwas einfacher gestaltet mit einer Stoßstange, die hier sitzt, eben an der Karo angeschraubt. Und dann haben wir noch Einsätze, die von innen gegen die Karosserie drücken, wo wir die LEDs fürs Licht reinbringen. Es wären dann Aufkleber mit dabei, aber da muss ich jetzt tatsächlich mal einen Kritikpunkt aussprechen. Die Aufkleber der Hecklichter waren mir da einfach nicht schlüssig, wie ich die anbringe, sodass das nachher gut aussieht. Ich hätte sie dann auch auf die Karosserie von außen draufkleben müssen, das wollte ich nicht. Deswegen habe ich mich da dafür entschieden, diese Lichtschalen hier auszusmoken. Habe dann die Einsätze mit silbernem Edding bemalt. Das sieht man jetzt tatsächlich auch nur aus der Nähe, wenn man dann wirklich ganz genau hinschaut. Und dann habe ich eben die LEDs eingesetzt, sodass ich dort ein etwas moderneren Auftritt habe. Rückfahrlicht, Blinkerlicht, alles vorhanden, ja. Ein bisschen scharf gestellt. Also da sieht es halt aus, wie jetzt vielleicht bei einem moderneren Fahrzeug. Aber für mich war eben wichtig, dass der Auftritt hintenrum dann auch passt und wir sind ein bisschen moderner. Deswegen passt es dann schon. Das Ganze nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Wir haben einen wunderschönen Anbauschnorchel, eben hier nochmal einen Außenspiegel und auch die Scheibenwischer oben sind dahingehend Anbauteile, die ihr reinklickt. Die habe ich da einfach auch nochmal mit einem silbernen Edding angefasst an den Köpfen, damit es einfach auch nochmal sich ein bisschen abzeichnet und nicht nur blank schwarz auf der Scheibe liegt. Dann seht ihr hier schon die ganzen Sticker. Das sind die Rämen, von denen ich euch erzählt habe. Natürlich Kleber, die sich wahrscheinlich irgendwann durch Feuchtigkeit und Kälte vielleicht auch wieder lösen. Aber ihr seht schon, die sind nicht mehr so schwarz, sondern die haben dann eher diesen silbernen Touch. Ja, ich will jetzt schon fast behaupten, ähnlich wie dann auch wieder, also passend zu den Tuning-Teilen, die Farbe der Dämpfer. Ja, sie harmonieren auf jeden Fall mit Felge und mit meinen Tuning-Teilen. Und hat dem Fahrzeug einfach wirklich nochmal den letzten Touch gegeben. Ich finde die Sticker da an der Stelle wirklich schön. Die sind schön gemacht, die haben auch eine leichte Reflexion. Toll, wirklich toll. Hat mir richtig gefallen. Und wie gesagt, wenn ich dann in Verbindung mit den Kotflügeln arbeite und dann noch diesen schönen Grill vorne habe und die Stoßstange, einfach eine super Geschichte. Kommen wir noch zu einem Thema und zwar zu dem Lichtset, das ich installiert habe. Und der ein oder andere hat gesehen, es ist ja ein Lichtset bereits mit Funktion. Da brauchen wir jetzt tatsächlich auch kein großes Hexenwerk draus machen. Das ist ein fertig gekauftes Lichtset für roundabout 20 Euro bei Amazon. Ja, das hat dann eine Gebrauchsanweisung mit drin. Das ist eine relativ schlank gehaltene Verpackung. Und dann sind da ungefähr 6 Kabelstränge mit drin und ein kleines Plastikkästchen. Das kleine Plastikkästchen versteht sich jetzt mal grundsätzlich als Steuereinheit. Das ist sehr leicht und das könnt ihr auf jeden Fall in der Karosserie immer gut anbringen. Ich habe es mit doppelseitigem Klebeband quasi an die Seite hingemacht, weil das Verlegen der Kabel sich dann so ein bisschen, ne, ich muss jetzt mal schnell abstecken, das Verlegen der Kabel für dieses Lichtset war dann natürlich auch sehr sportlich. Ja, wenn ihr da mal reinschaut, das sind die ganzen Kabel. Da habe ich dann so kleine Kabelklemmen genommen, die mit doppelseitigem Klebeband schon fertig ausgeliefert kommen und habe dann dort die Kabelführungen weitestgehend mal sauber in das Fahrzeug eingearbeitet, weil davor war das einfach ein riesen Kabelsalat. Ja. So haben wir jetzt alles schön dort laufen, wo es sein soll. Und ich habe eventuell noch die Möglichkeit, doch noch ein leichtes Lexan-Interieur reinzumachen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ihr habt das Kästchen, ihr habt die Anschlüsse und ihr habt nachher einen Anschlussplan, der euch sagt, wie ihr was anzuschließen habt. Und Freunde, ich kann euch sagen, das Verlegen der Kabel ist dort auch schon die schwierigste Arbeit, weil ihr bekommt wirklich jede Installationsposition angezeigt. Worauf ihr achtet, wenn ihr dieses Lichtset auch verwendet, dass ihr die Links- und Rechtsblinker-Situation erkennt. Und zwar habe ich da mal den Fehler gemacht und habe den Linksblinker eingesteckt und habe beide LEDs vorne reingeschoben, habe den Rechtsblinker eingesteckt und habe beide LEDs nach hinten geschoben. Und dann könnt ihr euch vorstellen, da war nichts mit Blinken links, rechts, sondern das war vorne, hinten. Das sollte man vermeiden. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr auf rechts ansteckt, dann das eine LED vorne rechts, das andere LED hinten rechts einstecken und genauso auch dann auf der linken Seite. Was sehr cool ist an dieser Steuereinheit, sie lässt euch noch 2 optionale Steckplätze offen, nämlich J7 und J8. Dort könnt ihr jeden alternativen Anschluss einstecken,
wenn ihr einen anderen Modi haben wolltet. Also sprich, wenn ihr beispielsweise durchgehend leuchtende Blinker haben wolltet, dann könntet ihr umstecken von der Position J1 auf die J7, dann habt ihr durchgehend leuchtendes Licht. Beispielsweise. Man kann also da auch wirklich ein bisschen spielen. Es sind auch Jumper mit drin, mit denen ich auch ein bisschen die Modi verstellen kann, der einzelnen Kanäle, zumindest mal, wenn es von 1 bis 4 geht. Und da könnt ihr euer Scale-Projekt oder euer Fahrzeug wirklich aufhübschen und habt dann auch tatsächlich die Funktionen beim Lenken, beim Rückwärtsfahren und so weiter komplett gegeben. Ich hätte jetzt ja natürlich die Möglichkeit, durch die freien Steckplätze vielleicht nochmal ein alternatives Lichtset, das nachher auf dem Dach oben leuchtet, mit anzuschließen, ohne dass ich dann an den Empfänger ran muss. Beispielsweise die Frontstoßstange habe ich dort mit einer separaten Kabelführung an den Empfänger angeschlossen. Das schalte ich separat über einen Schalter an und aus und kann eben alles andere über den Empfänger laufen lassen. Kommen wir doch einfach mal noch ein bisschen zum Abschluss. Was ich dieses Mal anders gemacht habe, worauf wir heute nicht mehr im Detail eingehen, was ich euch aber zeigen möchte, ich habe mal für mich einen neuen Crawler-Regler entdeckt. Grüße gehen raus an den Daniel und an den Alex, die haben den schon länger im Einsatz. Da geht es um den ESDT ESC70, der relativ nahe an den Hobbywing 1080er rankommt. Auf jeden Fall, wenn es um die Crawler-Leistung geht, was ich bisher gesehen habe. Ja, ich habe es noch nicht selber erfüllen können, aber ich habe mir jetzt einen eingebaut. Und was für mich noch das eigentlich ausschlaggebendere Gimmick war, dass man diesen Regler mit einer App programmieren kann. Das heißt, nicht die klassische Programmierkarte ansetzen muss oder eben über Schalter, Steuerung, Druckknopf, Set-Taste etc. pp. Arbeitet, sondern ihr habt einen sehr einfach gehaltenen Regler, sehr schlank, mit einem Batterieanschluss, mit einem Motoranschluss. Dann kommt das Servokabel zum Anschluss an den Empfänger und ihr habt hier vorne diesen grün leuchtenden Druckknopf, der gleichzeitig Ein- und Ausschalter ist, sowie auch die Binding-Bluetooth-Funktion hat für die App. Die App auf dem Handy kann man dann nachher natürlich runterladen in einem App Store, die heißt ESD Go. Da könnt ihr dann das Ganze öffnen und habt dann euer Interface, wo auch tatsächlich telemetrisch Daten an die App übertragen werden. Einmal die Kapazität vom Akku beispielsweise, wenn ich Gas gebe, auch die Throttle oder beispielsweise auch die Temperatur. Wir können dann auch die Spannung des Akkus nochmal überprüfen und wenn ich hier oben auf das Zahnrad gehe, kann ich dann eben diverse Einstellungen vornehmen für das Fahrzeug, die wirklich von Standard über erweitert bis hin zu anderen Funktionen arbeitet. Aber da würde ich tatsächlich nochmal einen separaten Content machen und würde das Ganze mal einem Hobbywing 1080er gegenüberstellen. So, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt wäre die Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wir sind nämlich für heute fertig. Und wichtig, damit ihr nächstes Mal nichts verpasst, wenn ein neues Video zum Land Rover kommt, die Glocke für die Benachrichtigungen zu aktivieren. Und dann werden wir natürlich mit dem Fahrzeug mal raus zum Fahren gehen. Das passt jetzt heute wettermäßig nicht ganz zur Situation. Ich möchte das Fahrzeug nämlich nicht durch die Nässe führen, da ich einmal einen offenen Empfänger habe und an der anderen Seite nicht weiß, inwiefern ich den ESC belasten kann. Wir werden es zwar testen, aber nicht in der Extremen, so dass ich jetzt raus muss bei Minusgraden, sondern ich werde jetzt noch abwarten, bis mal ein paar wärmere Temperaturen kommen. Geh raus, mach für euch einen kleinen Fahrtest, werden dann auch noch ein paar schöne musikalisch hinterlegte Bilder mit dem Fahrzeug machen. Und wie gesagt, das Video zum Regler kommt noch. Wir werden mit Sicherheit noch das ein oder andere Anbauteil weiter wachsen sehen am Fahrzeug. Wie gesagt, ich bin jetzt erst am Anfang meiner Reise. Eventuell kommt noch das Interieur. Dachgepäckträger habe ich noch in so einer Vision vor mir liegen. Also von dem her beginnt jetzt die Reise mit meinem ersten Scale-Projekt, einem Charisma SCA 1E. Und ich muss euch wirklich sagen, für mich ist das Kit definitiv eine Empfehlung wert. Zwei Daumen hoch von meiner Seite, hat richtig viel Spaß gemacht, hat einen richtig gefesselt, der Bau, und schlussendlich das Ergebnis einfach toll zu betrachten. Freunde, ich sage vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Waxers RC TV. Bleibt gesund und habt Spaß mit euren RC-Autos.